gibt es eine Premiere, denn Südafrika freut sich. 2010 Gastgeber der ersten Fußballweltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent zu sein. Die Vorbereitungen sollen inzwischen doch so gut laufen, wie vom internationalen Verband FIFA erwünscht und gefordert, dank großzügiger weltweiter Unterstützung. Eine wichtige sportliche Zwischenstation auf dem Weg zur WM ist für die afrikanischen Länder der Afrika-Cup, der so viel bedeutet wie hier die Europameisterschaft. Die Qualifikation für die Endrunde im Januar 2008 in Ghana befindet sich in der entscheidenden Phase. Namibia an der Südwestküste Afrikas, nördlich von Südafrika gelegen, will zum Beispiel nach 10 Jahren Abstinenz wieder die Teilnahme schaffen, fieberte in der Hauptstadt Windhoek dem vorerst wichtigsten Spiel des Jahres entgegen. Denn mit der Demokratischen Republik Kongo kam der Tabellenerste zum Tabellenzweiten der Gruppe 10, zu dessen Mannschaft unter anderem Colin Benjamin vom Hamburger SV gehört und auch ein Spieler mit deutschem Pass, wie Julius Hilfenhaus herausgefunden hat. Das Independent-Stadion in Windhoek gestern Nachmittag. Namibia empfängt die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo. 22 Spieler haben sich zur Hymne aufgestellt. 21 sind schwarz, einer weiß. Oliver Risser spielt für sein Vaterland Namibia. Zwar hat er auch einen deutschen Pass, doch aufgewachsen ist er hier im südlichen Afrika. Rückblick. 2 Tage vor dem Spiel treffen wir uns mit dem 26-Jährigen in Windhoek. Die Familie lebt hier in der 3. Generation. Lautstarke Begrüßung der familieneigenen Hundestaffel. Sie bekommen ihren Spielkameraden nur noch selten vor die Nase. Seit 8 Jahren wohnt Oliver Risser in Deutschland, spielt zurzeit beim Bonner SC in der Oberliga. Mein schönes Zuhause. Die alte Haushaltshilfe ist für ihn wie eine zweite Mutter. Mit ihr spricht er Afrikaans, mit seinen Eltern Deutsch. Groß geworden zwischen 2 Kulturen. Ich bin ja hier geboren und auch aufgewachsen. Ich habe deutsche Vorfahren. Das kann man ja nicht leugnen, das sieht man ja auch, aber hört man ja auch. Aber ich würde schon sagen, dass ich eher ein Namibianer bin. Also ich fühle mich hier zu Hause, das ist mein Zuhause. Deutsch und Afrikanisch, kein Widerspruch in Namibia. Überall in Windhoek stößt man auf die Einflüsse der ehemaligen Kolonialmacht. Abschlusstraining der Nationalmannschaft. Das Stadion ist offen. Auf der Tartanbahn spielen Kinder. Alles etwas anders als bei Jogi Löw und der deutschen Nationalmannschaft. Neben Oliver Risser kommen noch 2 Legionäre aus Deutschland. Sein Bruder Wilko spielt bei Lahnstein in der 5. Liga. Star des Teams ist Colin Benjamin vom Hamburger SV. Bei nur 2 Millionen Einwohnern ist in Namibia die Auswahl an guten Spielern begrenzt. So reicht die Spanne in der Mannschaft von der Bundesliga bis zur Landesliga. Dazu vor allem Profis aus der südafrikanischen und der einheimischen Liga. Das merkt man schon, weißt du, dass man auch, dass der Nationaltrainer hier auch schon die basischen Dinge trainieren muss. Einfach nur ein normaler Passspiel über 10 Meter, das fällt schon den Jungs ein bisschen schwer. Ja, es ist einfach nur, das Wille ist da und dass man das haben will, das ist eigentlich das Einzige, aber ja, es ist ein bisschen schwer. Während die Söhne sich auf das wohl wichtigste Spiel des Jahres vorbereiten, wollen wir uns mit Vater Risser treffen. Dafür fahren wir aus Windhoek raus, nach Norden. Schnurgerade schneidet die Straße durch die steppige Landschaft. Ziel ist eine der zahlreichen Farmen. Mit Viehzucht lässt sich noch der meiste Ertrag aus dem kargen Boden holen. Alfred Risser ist Hobbyfarmer. Für seine 180 Rinder hat er Land auf verschiedenen Farmen gepachtet. Heute ist Impftag. Hoffen Sie denn, dass der Oliver das mal übernimmt, hier diese Viehherden? Auf jeden Fall.
Das hoffe ich doch fair, dass er das übernimmt. So, umsonst mache ich es ja nicht. Also ich gehe fest davon aus, dass auch für den Oliver die Zukunft irgendwann hier unten ist. Auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall zurückkommen. Und der Wilko auch. Das wird er auf jeden Fall. Die Schönheit und Klarheit Namibias. Die unglaubliche Ruhe und Weite des Landes. Es gibt offensichtlich genug Gründe, zurückzukehren. Irgendwann. Jedes Mal, wenn ich hier unten bin, dann tut es mir schon weh, irgendwie zurück nach Deutschland zu gehen. Aber halt von der beruflichen Perspektive her und vom Verdienst her ist es besser in Europa, in Deutschland. Und da ich jetzt auch eine Verlobte dort habe, ist es noch ein bisschen schwieriger, sagen wir so. Also ja, gut, ich möchte schon irgendwann zurück nach Namibia. Der Tag des Spiels. Im armen Viertel Katutura leben die meisten Fußballfans. Es ist der Sport der Straße und damit der Schwarzen. Kicha und Karumendo, beide Mitte 20, werfen sich in Schale für den Stadionbesuch. Der eine ist arbeitslos, wie viele im Viertel, der andere Drucker. 3.200 namibische Dollar, das sind etwa 300 Euro, verdient er im Monat. Zu wenig, um Katutura zu verlassen. Aber genug für eine Eintrittskarte. Das ist hier bereits ein Stückchen Luxus. Auf der Ladefläche eines Pickups können die zwei zum Stadion fahren und damit das Geld fürs Taxi sparen. Das Independent-Stadion erinnert an die Unabhängigkeit vor 17 Jahren und das Ende der Apartheid. Bis hier alle gleiche Chancen haben, ist es aber noch ein weiter Weg. Im Stadion stehen die Spieler zur Hymne bereit. Doch die kommt nicht. Auch die hohen Politiker sind hier machtlos. Der Strom für die Musikanlage ist ausgefallen und die Hymnen damit auch. Das wohl alles entscheidende Spiel beginnt. Namibia in den roten Trikots ist Zweiter in der Qualifikationsgruppe, Kongo Erster. Ein Sieg brächte die Gruppenführung und die fast sichere Qualifikation für den Afrika-Cup. Erst ein einziges Mal 1998 konnte sich Namibia qualifizieren. Es ist zugegeben kein hochklassiges Spiel, findet wohl auch dieser Balljunge. Beide Mannschaften sind auf Unterstützung ihrer Fans angewiesen, egal welcher Art. Deswegen hat der bleiche Herr aus dem kongolesischen Fanblock vor dem Spiel eine Hasenpfote auf dem Rasen platziert. Diese Form der Einflussnahme sind Oliver Rissa und seine Mannschaft gewöhnt. Wir waren im Chat und vorm Aufwärmen waren da halt diese Medizinmänner und wollten die Geister beschwören. Da haben die hinter dem einen Tor ein totes Huhn und hinter dem anderen einen toten Hasen vergraben. Und ja, unser Torwart, Blödmann, der ist da hingegangen und hat da rumgestochert und wollte das Ding rausholen. Und dann ist die Meute halt ausgeflippt. Ob es nun an der Abwehrschwäche der Brave Warriors liegt, der mutigen Krieger, wie die namibischen Fans ihre Mannschaft nennen, oder doch an der Hasenpfote. Jedenfalls gehen die Gäste aus dem Kongo Mitte der ersten Hälfte in Führung. Aber vor allem Oliver Rissa treibt sein Team aus dem Mittelfeld gleich wieder nach vorne. Oliver hat das Herz, die Zielstrebigkeit, die Stärke. Er gibt niemals auf. Er ist die treibende Kraft im Spiel. Wenn wir unter Druck kommen, ist er es, der das Team wieder nach vorne peitscht. Kurz vor der Halbzeit gelingt der Ausgleich und erlöst die etwa 8000 Fans. Auch Alfred Rissa. Mit ein paar Freunden gehört er zu den wenigen Weißen im halbvollen Stadion. Vielen Schwarzen hat der Fußballverband die Chance auf ein Ticket genommen, weil er die Preise für dieses Spiel kurzerhand verdoppelt hat. 20 Dollar, etwa 2 Euro, kostet der Eintritt. Nach der Pause erhöht Namibia den Druck. Doch zahlreiche Chancen werden vergeben. Auch Colin Benjamin, in Hamburg Abwehrspieler, kann als Stürmer kaum Akzente setzen. Zu viele Abspielfehler bremsen den Vorwärtsdrang. Für eine gute Technikausbildung fehlen in Namibia oft die einfachsten Mittel. Leslie Gagnone ist Sportlehrer. Für seine 40 Schüler hat er einen einzigen Ball. Du kannst sie einfach nur spielen lassen mit einem Ball und 40 Kinder. Was soll ich da machen? In der Nachspielzeit kommt Wilko Rissa ins Spiel. Olivers Bruder darf erstmals bei einem Pflichtspiel aufs Feld und ist vor den Augen des Vaters hier gleich an der letzten großen Szene beteiligt.
Doch sein Mannschaftskamerad trifft erst den Torwart und dann das Tor nicht. Es bleibt beim 1:1 und die Teilnahme am Afrikas Cup damit wohl ein Traum. Beim letzten verbleibenden Qualifikationsspiel gibt es nur noch eine kleine Chance. Wir werden auch nach Äthiopien fahren und 3 Punkte holen wollen. Und ja, mal schauen, wenn der Fußballgott gnädig ist oben, sind wir Tabellenerster an dem Spieltag und qualifizieren uns dann noch. Trotz des Unentschieden feiern die schwarzen Fans ihren weißen Brave Warrior. Sein Kampfgeist macht ihn hier so beliebt. In 2 Wochen fährt Oliver Risser wieder nach Deutschland. Die Saisonvorbereitung für die Oberliga beginnt. Und seine Heimat Namibia rückt erstmal wieder in weite Ferne. Übrigens gefragt nach seinen beruflichen Plänen, sagte Oliver Risser mit einem sympathischen Augenzwinkern: Ich könnte mir vorstellen, als Trainer zu arbeiten in Deutschland oder vielleicht sogar als Nationalcoach in meiner Heimat Namibia. Übrigens passend zum